Hallo! Immer wenn ich so eine Art Fragerunden, Question Answers mit euch mache, kommt immer die Frage: Hat die Frau Spastiken? Aber was sind eigentlich Spastiken? Im Prinzip erkläre ich es ganz einfach. Meine Beine funktionieren ja noch, nur dass sie nicht funktionieren. Ich sage immer so: Ich habe eine Festplatte und habe das Kabel verbummelt. Das heißt, meine Beine bekommen von irgendwoher einen Reiz und strecken sich dann. Es gibt aber keinen Gegenspieler, das Köpfchen, der dann sagt: Entspann dich mal. Und meine Spastiken tun zum Glück nicht weh. Es gibt viele, die sind so unkontrollierbar und haben auch Schmerzen. Manche haben sogar so gute Spastiken, dass sie mal kurz aufstehen können. Also, das ist wie immer in der Medizin ganz unterschiedlich. Aber ich zeige euch, wie Spastiken aussehen. Oh mein Gott, sie kann ja doch laufen. Und genau davor habe ich Angst, dass ich in der Öffentlichkeit zum Beispiel oder vielleicht im Fernsehen sitze und dann meine Beine zucken und jeder denkt, ich würde irgendwie beschummeln, ich könnte doch laufen. Oder dass ihr auch manchmal schreibt, ah, du hast so eine Restfraktion, vielleicht wirst du irgendwann laufen können. Nein, werde ich nicht. Stand heute, nein. Und nein, es ist bei mir auch keine Restfunktion, es ist einfach nur die Spastik. Das ist natürlich jetzt ein Vorführeffekt. Je nachdem sind die Spastiken schon doller und wesentlich zuckender zum Beispiel oder dauern auch etwas länger als nur ein paar Sekunden. Und manchmal schlägt mein Bein auch nachts einfach so aus und tritt dann Bibi. Aber wie gesagt, bei mir tut es nicht weh. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich diese Spastiken habe, denn so habe ich ja noch irgendwie etwas Funktion in meinen Beinen und meine Muskulatur wird mal angespannt, mal anders durchblutet als so. Und ich bin ganz froh, dass ich die habe. Und ich habe immer gesagt, früher, da haben meine Beine die anderen geärgert und jetzt werde ich einfach mal zurückgeärgert.